Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Killing Floor 2 Tutorial. Heute auf der Karte Burning Paris, brennendes Paris. Oder Paris in Flammen. Wir sind hier ein 6-Mann-Team, Schwierigkeitsgrad ist suicidal, selbstmörderisch. Wir befinden uns schon in Welle 7, hier habt ihr die Übersicht bisher. Ist ein relativ gutes Team, gut aufgeteilt, auch gute verschiedene Perks, die zusammenwirken. Bisher hatten wir keine Probleme durchzukommen. Die Position ist am Eiffelturm. Ihr seht ihn hier im Hintergrund. Und auf der Karte eine relativ beliebte Position. Es gibt zwar mehrere Richtungen, aus denen die Sets kommen, aber meistens kommen alle Großen hier aus diesem Tunnel. Das ist auch der Grund, warum wir hier so ein bisschen zentriert stehen. Da haben wir auch schon 2 Flashpoints. Die gilt es natürlich sofort mit allen zu bekämpfen, aus Stars. Ihr seht, der Berserker blockt wieder sehr schön. Der Demolition und ich teilen Damage aus. So kann's laufen. Ich nicht allzu viel Munition habe für die Microwave, versuche ich die wirklich nur für die Großen zu nutzen. Und die restliche Zeit versuche ich halt mit der Shotgun hier möglichst immer Gruppen von Sets in Flammen zu setzen und dann wegzugehen. Weil sie ja dann, naja, sagen wir mal, über Zeit verbrennen und ich dann nicht noch mehr drauf schießen muss, wie man da hinten sieht. Zu den anderen Positionen, die ich euch bisher gezeigt habe, an denen wir relativ starr stehen und campen, bewegen wir uns hier viel, das ist aber auch nicht schlecht, weil man so auch alle Seiten gleichzeitig abdeckt. Und wie ihr seht, rennen die Sets manchmal genauso führungslos durch die Gegend, wie wir es tun. Ja, und das ist die nötige Zeit, die wir brauchen, um sie dann auch nach und nach zu killen. Gefährlich sind eigentlich wirklich nur die Großen. Wie in fast jeder Position. Aber mit einem guten Berserker und, wie gesagt, einem Demolition und einem Firebug, die Schaden austeilen können, kann man da eigentlich ganz gut regeln. Ihr seht, ich lade immer wieder zwischen den Schüssen meine Shotgun nach. Das hat den Vorteil, dass wenn ich dann mal brauche, ein paar Schüsse hintereinander, habe ich sie auch ready. Also es ist nicht einfach nur, weil mir langweilig ist, sondern das mache ich schon bewusst. So, jetzt neigt sich die Munition aber langsam dem Ende. Das heißt, wir werden dann gleich mit Pistole und Microwave weitermachen. Aber es ist ja auch schon eine ganze Menge tot. Zwei Medics im Team haben, ist es fast unmöglich zu sterben. Also ihr habt gesehen, ich bin gerade ein bisschen runtergegangen mit den HP und sofort war ich wieder oben. Also die beiden machen auch ihren Job sehr gut. Ah, wie ihr seht, konnte ich mir jetzt eine 2. Microwave kaufen, die auch geschafft hier vorne hinzulegen. Und jetzt geht's auf jeden Fall los. Jetzt kann ich die auf jeden Fall auch mehr benutzen. Das heißt definitiv mehr Action von mir.
gleichzeitig kommen. Hier in diesem langen Tunnel möglichst immer an einer Linie zu stehen. Die Shotgun, die ich habe, schießt nämlich durch mehrere durch und setzt dabei alle in Flammen. Das heißt, es macht Sinn, immer auf oben zu schießen, und schön ist es, wenn die in einer Reihe stehen. Ja, da konnte das jetzt gut sehen, der hintere brennt. Jetzt kann ich warten und irgendwann verbrennt er. Sind für den Firebug, also so wie mich, jetzt immer ein Problem. Weil da sie selber mit Feuer schießen, nehmen sie so gut wie keinen Schaden mit meinen Feuerwaffen. Und da kann ich immer nur darauf hoffen, dass irgendjemand mir hilft. Um sich den Strike von Leibe zu halten, kann man als Firebug diesen zweiten Feuermodus hier einsetzen, von der Microwave Gun. Allerdings verbraucht der pro Schuss 10 Schuss Munition. Das ist natürlich relativ viel, aber in so einer Situation wie jetzt gerade, wo der Berserker zu weit weg war von mir, kann man das schon mal machen. So, jetzt ist hier gleich alle. Und dann dürfte das schon fast gewesen sein. Eventuell noch ein Flashpoint. Oh, okay, da ist er schon. Das ist immer schlecht als Firebug. Die großen Fokus sind immer ein Firebug. Okay, die Welle schaffen werden sie trotzdem noch, auch ohne mich. Mist zu sterben, weil man sich dann neu kaufen muss, aber ich hoffe, ich spawne in der Nähe und kann mir dann eine meiner beiden Microwaves noch greifen. Ja, als Firebug schießt man meistens als erster drauf, dadurch brennt der... Ich bin natürlich am anderen in der Welt gespawnt. Ich habe genug Geld. Kaufe ich halt neu. Ja, dadurch brennt der Flashpoint oder der Scrake, je nachdem, auf was man halt zuerst trifft. Und wie ihr gesehen habt, fokust er dann sofort mich. Was natürlich nicht so gut ist. In dem Fall müsste der Berserker eigentlich irgendwie davor springen und versuchen, mich zu schützen. Er hat es auch versucht, aber er hat es einfach nicht mehr rechtzeitig geschafft. So, die eine Microwave, die da noch unten liegt, wenn sie noch unten liegt, müsste ja noch Munition haben. Mal sehen, ob ich die noch kriege. Port closed. Go make a difference. Things are a bit calm.
heißt, ich werde die erstmal weglegen. Mir hier die halbvolle noch nehmen. Die andere war ja leer. Wenn man Waffen wegschmeißt, bleiben sie für gewöhnlich genau eine Runde liegen. Sollte man sie innerhalb dieser Runde nicht nochmal aufnehmen, verschwinden sie. Also die Microwave könnten wir jetzt gleich mal drauf achten. Nächste Runde müsste die dann weg sein. An dieser Position in der Nähe des Tunnels zu eng wird oder wir es da nicht mehr schaffen zu halten, versucht man sich auf dieser Karte immer in diese Richtung zurückzuziehen, also hinter diesem Wagen, auf diesen etwas größeren Platz. Hier hat man genug Platz und Zeit, sich ein bisschen wieder zu sortieren und neu auszurichten. Zuerst den Flashbound fokussen und dann den Scrake. Nicht, so wie da hinten gerade passiert, einen zweiten Scrake sozusagen scharf machen, anragen. Ah, hier steht er nämlich noch so. Und ihr seht, der läuft noch ganz ruhig rum, der ist noch gar nicht im Kampf im Bus und das ist auch wichtig. Solange man mit dem anderen noch beschäftigt ist, sollte der möglichst gar nichts machen. Und der Berserker kann sich natürlich immer nur um einen kümmern. Nicht alle gleichzeitig mal arbeiten.
hänge ein bisschen hinten dran, die anderen sind schon runtergegangen. Ich versuche hier meine zweite Microwave in die Nähe zu bringen, die Nähe unseres Punktes. Weil ich glaube, so weit zurück werden wir uns nicht ziehen. Aber wenn wir uns etwas zurückziehen, ist es ganz cool, wenn ich hier hinten noch eine Waffe liegen habe. So, ich darf aber nicht so viel alleine rumhampeln, deswegen versuche ich jetzt zurück zum Team zu kommen. Und lass die Waffe dann hier liegen. Hier ist ganz okay. Da hinten seht ihr noch meine andere, die ich vorhin leer geschossen habe. Und jetzt gucken wir mal, ob die, von der ich meinte, dass sie jetzt weg sein müsste, ob weg ist. Ja. Na, also, eine Waffe bleibt genau eine Runde liegen. In der Zeit solltet ihr sie dann wiederholen. Ansonsten verschwindet sie dann einfach. Ich weiß nicht, was er da hinten macht. Sehr schön. Gut funktioniert.
Ja, also hier ist eigentlich ein schlechter Ort, um zu kämpfen. Müssen mal gucken, welchen Boss wir kriegen. Okay, gegen Hans könnte es gehen, weil der sich hauptsächlich mit dem Berserker beschäftigt. Da können wir anderen dann unsere Waffen greifen, die wir uns hier hingelegt haben und gekauft haben. So, mal gucken. Also jetzt kommt es auf jeden Fall darauf an, dass der Berserker einen guten Job macht. Das ist das Wichtigste in dem Fall. Die anderen versuchen einfach nur nicht zu sterben. Und immer schön Damage-Schutzring auszuteilen. Leider habe ich nur in Anführungszeichen 2 Microwaves. Aber es sollte trotzdem gehen. Oh, den Granaten auf jeden Fall ausweichen. Die machen böse Autschen. Oh, nicht gut. Ach, Mann! Das ist das, was ich vorhin schon meinte bei den Großen. Ja, derjenige, der den Damage austeilt, auf die gehen sie dann auch. Aber ihr habt es ja gesehen, er dreht sich einfach um, geht auf mich, tötet mich, keine Chance. In so einer Situation, wie gerade eben, wenn der Berserker gegriffen wird. Also Hans heilt sich ja immer, indem er einen von uns greift und ihm sozusagen Leben absaugt für sich selbst. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr den Berserker heilt. Weil er verliert eine ganze Menge Leben. Der Berserker hat ja 175 HP. Der braucht die aber auch, weil wie ihr seht, geht er andauernd wieder auf Angriffe und direkt dicht an ihn ran und kriegt sehr viel Schaden. Und deswegen ist es wichtig, in so einer Situation ihm dann auch zu helfen. Indem du ihn dann heilt, so wie ich es einmal gemacht habe. Also zur Not ran mit der Spritze. Selbst wenn ihr keine Heilwaffen bei habt, einfach einmal ranrennen. So, diese Phase, ja. Also jetzt wäre es ganz cool, macht leider keiner. Aber ihr seht, obwohl er in Heilgranaten stand, schaffen die Heilgranaten es nicht. Also es ist immer wichtig, ihn dann zu heilen. Ich ärgere mich gerade, weil, wie ihr seht, er geht die ganze Zeit auf den Berserker, bis auf die eine Situation, wo er gegen mich geht. Das ist halt... Achtung vor den Granaten. Die machen wirklich sehr viel Schaden. Die Gasgranaten sind ein bisschen weniger schlimm. Die waren früher schlimmer, die sind jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Ihr seht, da kann man noch mal drinstehen, ohne gleich zu sterben, aber diese Sprenggranaten, die hält auch der Berserker nicht aus. Tja, schönes Spiel, gut gemacht. Schade, dass ich jetzt das Finale nur zugucken konnte. Nichtsdestotrotz, gute Teamleistung, schöne Position, gute Karte, gut gespielt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, ihr lasst mir einen Daumen da, kommentiert gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen oder irgendwas anderes für die Karte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald.